Ich rufe jetzt auf die Top 4, das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz, Drucksache 20/4894. Und für die Einbringung erteile ich der verehrten Frau Ministerin Hinz das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dieses Gesetz ist ein weiterer Schritt für die Tierseuchenbekämpfung. Für die Tierseuchenbekämpfung in Hessen. Das Tiergesundheitsgesetz des Bundes ist in Vorbereitung auf die afrikanische Schweinepest geändert worden. Und diese Änderungen sollen jetzt in hessisches Recht umgesetzt werden. Drei Punkte sind hier wichtig. Das Kernstück bildet die neue Möglichkeit, für den Seuchenfall vorab Rahmenvereinbarungen für Dienstleister abzuschließen, damit Zäune gestellt werden können, wenn die Schweinepest kommt. Dann erst Ausschreibungen zu machen, dauert zu lang, und die Zäune müssen professionell und vor allen Dingen schnell aufgestellt werden. Deshalb diese Änderung. Zweitens. Falls die afrikanische Schweinepest oder eine andere Tierseuche in einem solchen Ausmaß nach Hessen kommt, dass das Landeslabor überlastet wäre, gibt es künftig die Möglichkeit, Dienstleistungen von anderen staatlichen Laboren in anderen Bundesländern diese Aufträge zu geben. Schnelle und umfassende Diagnostik ist nämlich auch besonders wichtig. Und drittens. Es soll neu in das Gesetz aufgenommen werden, die Möglichkeit, tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügungen nicht nur über Presse und Staatsanzeiger, sondern auch über Internet, Fernsehen und Radio bekannt zu machen. Die Mediengewohnheiten haben sich verändert. Dem soll Rechnung getragen werden. Mein Ziel ist es, dass wir möglichst gut auf die afrikanische Schweinepest, die uns trotzdem hoffentlich umgeht, vorbereitet zu sein. Und ich freue mich sehr, dass es eine breite Unterstützung des Landtages für das Gesetz gibt. Danke schön. Vielen Dank, Frau Ministerin. Damit ist der Gesetzentwurf eingebracht. Wir haben uns darauf verständigt, auf eine Aussprache zu verzichten. Und es besteht Einigkeit, dass wir von der ersten Lesung direkt in die zweite Lesung übergehen, ohne eine Ausschussüberweisung vorzunehmen und den Gesetzentwurf dann in zweiter Lesung abstimmen. Das ist ein hochkomplexer Vorgang und bedarf einer Menge von Abstimmungen, die wir aber, keine Sorge, vereinbarungsgemäß dann am heutigen Abend gebündelt aufrufen.